Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt bei mir, würde ich mal sagen. Nämlich zu Minecraft Monsters, genau, Monsters war das. Entschuldigung, aber ich muss erstmal mich kurz wieder einrichten. Nein, falsch, falsch, so, jetzt. Ja, ich habe nämlich den Feed the Beast Launcher ja sozusagen gesehen und ich habe mal reingeguckt und habe gesehen, ach, da gibt es ja eine neue Version. Und da denke ich mir, oder da habe ich mal im Internet nachgeguckt und habe gesehen, das ist ja eine riesige Version. Also da sind jetzt im Moment, was ich eingestellt habe, 179 Mods dabei. Und ich habe mir jetzt so eine Liste gemacht, was ich so alles gerne machen würde in dieser. Okay. Alles in dieser Mod machen möchte. Hab dann sozusagen komplett ohne irgendwas. Oder eher gesagt, nicht ohne irgendwas, sondern komplett ohne irgendwie mal reinzugucken, das Ding gestartet und sag jetzt einfach mal, drücke auf Aufnahme. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Und ich werde jetzt wahrscheinlich immer so Stunden aufnehmen. Oder eher gesagt, ja, 59 Minuten. Und ich werde dann auch. Hallo, was hast du denn hier in deine. Okay, was ist das? Habe ich schon jetzt keine Ahnung. Nein. Ah, Pisten. Gut, was machst du an Pisten hier? Ha, die Villager gehen mir jetzt schon auf den Geist. Und ich werde mal gucken, wie ich das fortführen kann oder so, ob ich die Liste vervollständige. Ich glaube, ich werde sie genau jetzt hier einblenden. Und mal gucken, was ich damit dann mache. Minecraft Editor hat mal wieder geilen Scheiß gebaut. Oh. Geil. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber es sollte in ganz normalen Minecraft auch gehen. Keine Ahnung. Und das erste, was ich machen werde, ist mir erstmal Zugang zu dieser Tür zu verschaffen. Und das Dorf auszunehmen und mal gucken, was es hier alles gibt. Ey, lass mich auch mit rein. Cobblestone. Ach, hier gibt es schon schöne Sachen und schöne generierte Häuser. Und die Musik ist zu laut. Eindeutig. So, tut mir leid. Aber hier gibt es schon mal sehr schön generierte Häuser, muss ich sagen. Ich habe nämlich, ich glaube. Warte mal. Okay, das sind Torches. Gut zu wissen. Ich habe andere Generator-Mods benutzt als im normalen Minecraft. Und deshalb sieht das jetzt hier auch etwas anders aus. Okay, hier ist auch nichts drin. Ja, ich dachte, in einem Dorf ist eigentlich mehr von zu erwarten. Wheatgrass, Double Grass. Gut, da ist noch was drin. Schön, dass es jetzt so schön huckelt. Ah! Oh mein Gott. Ja, ich weiß überhaupt nicht, was ich damit machen soll.
Obsidian Thing Head, Bone Binding, Slime, Flint Pen, Iron. Iron? Iron Handguard. Platan Chest. Okay. Da weiß ich jetzt auch nicht genau, was das ist. War ich hier schon drinne? Scheinbar schon. Aua! Okay, ich habe auch dummerweise eine dicke Zombie-Mod eingemacht. Und der Typ verliert so gut wie gar kein Leben. Vielleicht. Ah. Ich sollte mir dringend mal gleich. Gut. Und dringend mal was holen, was ich gebrauchen kann. Ich weiß nicht, wozu man das gebrauchen kann. Ich habe auch schon viel zu viel drin, ne? Ich suche mir jetzt irgendein Haus und verkriech mich da drin, ne? Oh mein Gott. Taumikum. Taumium Ingot. Boah, ich tu das alles mal hier rein. Das Zeug. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube mit U. Ah. Okay. Und was kann man daraus machen? Okay. Weiß ich jetzt nicht, was man daraus machen kann. Naja. Ich weiß noch nicht mehr, was man hier überhaupt alles machen kann. Aber ich würde sagen, ich nehme jetzt einfach mal das Haus. Baue mir ein Crafting Table. Crafting Table, Extract Mod. Was ist denn das jetzt? Wieso habe ich nicht den normalen Crafting Table? Oh, da ist auch noch was. Ist gut. Wo ich gut gucken könnte. Ah. Das habe ich schon ausgeräumt. Gut. Ja, super. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich habe mir gedacht, dass es etwas anders ist als normal, aber ich habe mir nicht gedacht, dass es so ist. So, und ja, was ich mir als erstes bauen wollte, war ein Pocket Crafting Table. Genau. Das bedeutet jetzt aber, kann ich nur die Hälfte meiner ganzen Sachen benutzen, wenn ich den benutze. Okay. Gut, dann als nächstes baue ich mir noch eine Truhe. Erstmal noch. Chests. Super. Ah ja, ich habe vergessen, den Modus umzustellen. Wäre natürlich dumm, wenn ich jetzt hier draufklicke und irgendwas bekomme. Gut. Strawberry Seeds, Flint Seed Sticks. Boah, was es hier alles gibt. Tree Trap brauche ich auf jeden Fall, das weiß ich. Das ist wichtig.
So, jetzt habe ich natürlich überhaupt nichts, um mich zu verteidigen. Weil natürlich. Ah. Was macht ihr denn alle hier drinne? Ja, ich will jetzt ungern sterben. Direkt am Anfang. Aber ich muss mir dringend mal einen Ofen zulegen und andere Sachen, damit ich schnell vorankomme, denn so ein Riesenprojekt wollte ich jetzt daraus auch nicht machen, wenn es auch wahrscheinlich eins wird. Das wird wahrscheinlich das Größte, was ich je machen werde oder gemacht habe. Gemacht haben werde. So. Hier. Zombie. Ich glaube. Nein. Weg hier und hoch. Ich habe keinen Bock auf die. Ja. Als erstes einmal ein Schwert. Ja, sieht richtig geil aus. Torch, das kann ich wegmachen. Dann eine Spitzhacke. Wäre auch nicht so schlecht. Und ein Ofen. Kommt jetzt auch nicht so schlecht gelegen. Und am Ende soll